Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und zu einem neuen Interview von Conoscere TV. Heute stelle ich Ihnen das Buch Thomas von Matthias Geiss vor, welches vom Europa-Buchverlag erschienen ist. Dieses Buch beantwortet entscheidende Fragen für unsere Existenz über Liebe, Entstehung der Gefühle und Grenzen zwischen realer und digitaler Welt. Darüber sprechen wir mit dem Autor. Herzlich willkommen, Matthias, und guten Tag. Guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bitte sehr. Und Ihrer Meinung nach, wie kann man die Liebe definieren und wie entsteht dieses Gefühl? Das ist eine sehr interessante Frage und genau diese Frage habe ich mir in dem Buch ja auch gestellt. Ja. Meiner Meinung nach ist Liebe mehr als körperliche Anziehungskraft. Es ist vielmehr etwas, was sich im Kopf abspielt und dementsprechend für die Charakterin in diesem Buch auch sehr wichtig. Ja, und welche Themen und Inhalten werden im Buch angesprochen? Also erzählen Sie uns doch bitte, was im Buch passiert. Es geht in dem Buch um Stefanie, eine Studentin aus Köln, die von ihrem Freund verlassen wird und sich plötzlich nach jahrelanger Beziehung als Single-Frau in einer Großstadt wiederfindet und feststellen muss, dass das Single-Leben gar nicht so einfach ist, denn Männer interessieren sich eigentlich nur für das eine. Sie muss also lernen, mit dieser neuen Situation klarzukommen und wird dabei von ihrer Freundin Janine unterstützt, die ihre ganz eigene Herangehensweise an Dating und Beziehungen hat, die beide nicht unbedingt vergleichbar sind. Und da Stefanie merkt, dass sie alleine Schwierigkeiten hat, mit Männern wieder klarzukommen, beschließt sie, sich einen Brieffreund zu suchen, denn diesen Kontakt kann sie, sofern sie es möchte, jederzeit abbrechen und kann kontrollieren, inwieweit sie ihn in ihr Leben lässt. Ja, sehr interessant. Und mir auch entsteht die Frage, also wie haben auch die neuen Medien diese Gefühle verändert, zum Beispiel? Also die sogenannten Socials und im Allgemeinen die Digitalisierung des Alltags? Das ist eine sehr interessante Frage. Sie haben sehr viel verändert, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Briefen, die oft tagelang oder wochenlang unterwegs sind, bekommt man auf E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten ja sehr schnell eine Antwort. Oder kann zum Teil auch sehen, ob der Gesprächspartner die Nachrichten gelesen hat oder nicht. Und man stellt sich dann automatisch die Frage, warum antwortet er mir nicht? Habe ich was Falsches gesagt? Gehe ich auf die Nerven? Und alle diese Fragen stellt sich Stefanie auch. Und sie haben einen sehr großen Einfluss auf ihre Beziehung zu Thomas. Ja, klar. Und ohne zu viel zu verraten, was ist Ihr Ziel beim Schreiben dieses Buches? Mir war es wichtig, die Menschen zum Nachdenken anzuregen und sie überlegen zu lassen, was eigentlich Freundschaft bedeutet und was Liebe bedeutet und wo eigentlich die Grenzen zwischen Freundschaft und Liebe sind, sofern es sie denn überhaupt gibt. Ja, das ist wirklich interessant und immer aktuell. Also das passiert im Leben von den Menschen immer, also diese Frage. Und haben Ihre Familie und Ihre Bekannte schon Ihr Buch gelesen und was war die Rückmeldung? Zum Teil ja, denn einige von ihnen habe ich auch als Testleserinnen verwendet. Und ich muss sagen, sie waren alle sehr begeistert davon. Und das kann ich auch sagen, denn nicht alle von ihnen sind so gut mit mir befreundet, dass sie mich anlügen müssten. Okay. Sie können also tatsächlich ihre Meinung sagen. Es ist ein etwas anderes Buch, da eben die Liebe und die Freundschaft sich nie auf körperlicher Ebene, sondern immer auf geistiger Ebene abspielen. Und das ist etwas, was in letzter Zeit doch selten zu lesen war. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen die Frage stellen, ob es schon neue Projekte anstehen bei Ihnen?
Ja, die gibt es in der Tat. Sie haben aber ein völlig anderes Genre. Okay. Und also, lieber Matthias, vielen Dank für Ihre Zeit und für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit dem Buch. Sehr gerne, vielen Dank. Bitte sehr. Thomas von Matthias Geitz ist ab sofort erhältlich, sowohl im Buchhandel als auch online als E-Book. Und es ist aus einer Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe entstanden.